Willst du was sagen? Hä? Was machst du? Ich schneide jetzt. Okay. Ist das in Ordnung für dich? Ist das in Ordnung für die Zuschauer? Mahlzeit und Glück auf! Hey, grüßt euch! Das hört mich ein bisschen voll, da wollt ihr nicht darüber gehen? Denk an die Statik der Tribüne, meine Freunde. Ja, da sieht ein bisschen voll aus. Eltern haben für ihre Kinder, ne? Ihr wisst das. Und du wiegst auch ein bisschen mehr als normal, ne? Ah, geil, geil. Aber geil, dass du da bist, ja. Sehr schön, sehr schön. Jo, moin, grüßt euch, Mahlzeit, ja, geil. Ist wieder was los hier. Ich sag dir das. So, sehr schön. Ein Traum. Jetzt sind wir ja mit der Elektronik. Durch. Ihr habt das gesehen, das Video? Wenn I thought I could share my artistic side with you. Nicht? Falls nicht, ne, falls euch fragt, welche Elektronik? Ja. Ihr habt gesehen, das Thema Elektronik, da war der Sven auf jeden Fall dran, weil das wäre auch, ich habe es gesehen und das war ja auch zu viel für mich gewesen, von daher. Ja, das war auch gar nicht zu viel für mich. Ich war sehr überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, du machst das Ding da auf und siehst erstmal, yo, 1-1 Spaghetti. So. Ist schon krass. Auf jeden Fall. Lange Rede, gar keinen Sinn. Heute geht's an den Korpus und zwar, das E-Bass soll ja ein ganz neues Design bekommen. Und deswegen bauen wir uns heute eine provisorische Form. Nein, doch. Dafür. Warum Form? Weil wir natürlich kleine Epoxy-Elemente mit einbringen werden. Jawohl, grüßt euch. Hier ist wieder eure Epoxy. Geil, auf jeden Fall. Das wird eine geile Nummer. Und deswegen würde ich sagen, setzen wir uns erstmal dran. Ja. Ne? Und schau mal, wie wir das jetzt alles so fertig machen werden. Wird eine geile Nummer. Auf ich freue mich Fall. Drauf. Ich auch. Jetzt ist die Elektronik weg erstmal. Jetzt kann man sich wieder an die normale Arbeit machen. Ganz genau. Geil. Also, los geht's. So, also. Ja, vor der Demontage hast du dich ja erfolgreich gedrückt. Ach, das war kein Drücken, das war kalkulierte Strategie. Alles gut. Wie gesagt, hier haben wir unser Döschen mit allem drum und dran. Und unser Döschen. Ich habe nur eine Bier getrunken. Cool. Döschen gesagt. Schön. Auf jeden Fall haben wir die ganze Elektrik hier rausgepackt und entleert. Jetzt haben wir hier ein komplett leeres, lackiertes Gehäuse, den Gitarrenkorpus. Und den werden wir jetzt quasi einmal mit einer Form nachbilden. Duplizieren, genau. Dann bräuchten wir einmal kurz, gib mal her, ich nehme einmal das hier. Ja. Dann kannst du einmal die Platte und da hinlegen. Eine Plätsche. So. So, schauen wir erstmal, ob die groß genug ist. Genau, wir haben hier eine gebrauchte Platte, ne? Ja. Man muss ja wiederverwerten, das sieht sehr gut aus. Genau, alles klar. So. Das heißt, wir würden die jetzt erst einmal mit PP beziehen. Genau. Und dann einmal eine Umrandung. Das machen wir jetzt, wenn wir die einmal komplett umschneiden. Okay. Das werdet ihr dann sehen. Ich gehe mal ins Beziehen. Ne? Kannst ja mal gucken, wie wir das dann umranden, mit welchem Material. Ja, auch mit dem. Ich würde das einfach schneiden halt. Ne? Also, ja, okay. Nein, lass was ganz easy und dann dichten wir es einfach nur mit Silikon ab. Ja. Sven hat gerade gesagt, mit dem, was er damit meint, seht ihr gleich. Genau. Ihr seht es dann. Ihr müsst auch dranbleiben. Ja. Und denkt dran, abonnieren nicht vergessen. Ja. Weil danach nehmen wir noch das da vorne und das da hinten müssen wir auch. Das da auch. Nee, alles klar, bleibt dran. Geht sofort weiter. Oder auch nicht. Bleibt trotzdem dran. Döschen. So, Streifen haben wir schon mal jetzt geschnitten. Das ist auch wie so eine, kann man sagen, eine ganz dünne PP-Platte. Wer sowas nicht hat, gar kein Problem. Benni hat mal hier angefangen, um das einfach nur mal zu zeigen. Könnt ihr natürlich mit herkömmlichem PP-Band auch abkleben, wenn ihr eine Platte habt und irgendwas, eine Form machen wollt, irgendwas duplizieren wollt oder was nachmachen wollt, könnt ihr das natürlich so auch machen. Da könnt ihr auch irgendein Restholz nehmen. Also wie gesagt, es muss nicht immer teuer sein, alles gut.
Ja, wir machen es aber jetzt mit den PP-Platten. Erleichtert uns natürlich. Definitiv. Vor allen Dingen hat man ein besseres Ergebnis, weil bei dieser Geschichte hier zieht sich das Klebeband im Endeffekt hinterher, wenn das Harz aushärtet, zusammen. Und dann hat man immer so ein bisschen Schleifarbeit. Das hat man hiermit dann halt wesentlich weniger. Genau. Wesentlich einfacher mit zu arbeiten. Weniger Arbeit. Ja, holst du eben kurz die Platte. Ich habe hier die schon zusammengestellt. Dann kannst du eben das Quadrat hier kurz schneiden. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, um mit Silikon arbeiten zu können. Sehr schön, sehr schön. Genau. So. Dann haben wir denn da hier einmal kurz. Hältst du kurz so dran? Schere. Machen wir kurz einmal hier so einen Schnitt rein. Und. Sexy. So, okay. Herrlich. Wunderbar. Schneide ich das gleich zusammen und dann. Ja, so ist das. Also, wenn ihr euch fragt, warum ich ab und zu so Geräusche mache, ne? Also, unser Kameramann ist natürlich auch ein richtiges Stück Scheiße. Ist ein ganz lieber. Also, der macht das natürlich dann auch immer extra. Ich habe mir tatsächlich heute Morgen einen Nerv eingeklemmt und das war so schmerzhaft. Und immer, wenn ich mich so leicht bewege und ihr hört irgendwie so. oder sowas. Ja, dann. Ist das nicht, weil ich einen an der Pfanne habe, das sowieso, aber ey, das sind echt dann schon blöde Schmerzen. Und wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Ach ja, so erstmal ein Beben, der hier, ne? Oh, die Silikontuben, die sind im Regal. Ja, die habe ich schon. Ah, perfekt. Ich küsse dein Herz. Aber du wirst im Leben jetzt nicht aufstehen, um dir das zu zeigen, ne? Du musst den halt irgendwie so rufen, ne? Vielleicht kannst du mal zeigen, wo das ist. Ich sag euch so, ne? So, ja. Du hältst ganz einfach hier vorne fest. Jawohl. Oh Gott, ey. So, das ist bald geworden, oder? Das ist nicht mehr so einfach, ne? Ne, in den jungen Statuten ist er. So. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht sagen, aber professionell. Okay, das steht außer Frage. Ich muss auf einmal rein. Sieht sehr gut aus. So. Ja. Ja, einmal für euch. Das Prinzip ist, sollte jetzt klar sein. Ne? Wir haben das jetzt quasi noch ein bisschen stabilisiert, weil wenn jetzt natürlich Harz und Holz nachher da drin ist und das Gewicht nach außen drückt, würde da natürlich dann die Stabilisation Sprachenlernen, Bubble. Fehlen. Stabilität, Stabilisation, Statik. Stabilität auch ist, glaube ich, nicht. Stabilität ist Stabilisation. Stimmt. Ich mag das, wenn neue Wörter. Ja, ich mag das auch. So. Mein Vokabular. Ja, sehr gut. So, also, jetzt eine Schicht Silikon. Genau, Silikon natürlich. Machen wir schön von außen, dass was. Da ist er. Wie geht's euch? Mögt ihr diesen Geruch von Silikon, dieses Ammoniak-Essig-Gedöns? Ich hasse, es wie die Pest. Ja, ihr habt gesehen, Silikon ist drauf, muss jetzt erstmal aushärten. Für euch ist das nur ein Moment, für uns ist das ein bisschen Wartezeit. Ja. Aber wir haben ja Shisha da, wir können es ein Bier genehmigen in der Zeit. Ja. Und, ja. Ja. Dann wartet mal. Oder wollt ihr mit uns warten? Wollt ihr dabei bleiben? Dann bleibt einfach dabei. Guckt zu, wie wir hier in Ruhe sitzen und das Silikon beobachten, wie es so langsam an Festigkeit gewinnt. Wow. Sehr interessante Sache. Habt ihr schon mal Silikon beim Trocknen zugeguckt? Was ich auch empfehlen kann, Gras beim Wachsen zuschauen. Kommt drauf an, welches natürlich. Auch geil. Das eine ist interessanter als das andere. Ach ey. So, alles klar. Dann, wir warten hier. Ja. Ja. Hey Benni, ist das schön?
Ich weiß nicht, da guckt auch den Silikon zu, glaube ich. Was machst du hier? Du hast die ganze Zeit jetzt hier? Ja, da musst du ja gucken, dass das Silikon keine Faxen macht, ne? Oder hat das einen Grund, warum du hier sitzt? Nee, ich sitze einfach nur hier und warte, dass das Silikon hart wird. Und da muss man, ne? Wirklich? Muss man drauf achten, ja, natürlich. Welche Gründe sollte das auch sonst haben? So. Was macht das Silikon so? Jo, das Silikon härtet immer noch vor sich hin. Ja. Sozusagen. Gut Ding braucht Weile, ne? Aber ne? Oh, sieht aus. Aber was man jetzt tatsächlich schon machen kann, man kann jetzt den Korpus schon mal aus der Form rausholen. Und dann würde ich sagen, da wir ja eine vernünftige und eine geile, schöne Epoxidharz-Holz-Kombination haben wollen, würde ich sagen, machen wir uns das Holzstück, Zeichnen wir uns schon mal an, so wie es hinterher aussehen soll, das, was hinterher da reinlegen können. Dafür nehmen wir dann die Vorlage quasi mit und dann lassen wir uns von der Muse küssen. Sehr schön. Ne? Hört sich nach einem guten Plan an, machen wir so. Sehr schön. Los geht's. Ja, der Benny, der hat schon ein geiles Stück Resteiche besorgt. Ich hab's ihm ein Reststück Eiche besorgt. Ja. What? Bro, what are you talking about, man? Ach, so einfach ist das. So, genau so. Böschen und hier, ne? Bist du noch Tabletten? Das ist doch voll witzig. Ja. Hier werden wir uns, da wir ja eine Kombination haben möchten aus Harz und Eiche, werden wir es so machen, dass wir das halb-halb machen oder so. Wir werden mal gucken, wir werden ein paar Effekte noch rein knallen, dies, das. Auf jeden Fall werden wir aus diesem Stück Eiche erst einmal jetzt eine kleine Grundform machen, werde ich einmal rumschneiden. Genau. Dann wird's geil. So. So, wir haben jetzt einmal den Umriss von unserem Gitarrenkorpus haben wir jetzt erst einmal angezeichnet. Und jetzt werden wir gucken, dass wir das erstmal vernünftig ausschneiden und dann gucken, was wir dann noch so ein bisschen so, ne, ein paar Effekte noch reinmachen. Was für Effekte, seht ihr gleich. Ja, nach langer Diskussion und Überlegung haben wir uns dazu entschieden, aus dem Rohling hier noch ein bisschen was Rundes fürs Optische ein bisschen noch reinzuschneiden. Das haben wir mit der Flex gemacht. Ja, also hier, schön. Mit Fächerscheibe drauf, ne? Polyfanscheibe, wie auch immer, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall werden wir jetzt dieses Stück noch mit Lichtenberg verzieren, so dass wir später vernünftig auch eine Runde Übergangsweise für das Epoxidharz haben. Und ja, ich denke mal, das wird eine coole Nummer. Wie gesagt, schauen wir erstmal nach, wie es funktioniert. Eingepinselt ist es schon mit der Lauge. Also fangen wir direkt an. Jetzt einmal schön hier unter freiem Himmel. Also los geht's. So, jetzt sind wir soweit, würde ich sagen. Jetzt, ne? Geht's ans Eingemachte, ne? So, ja, wir haben hier nämlich jetzt, ihr wisst ja, habt ihr ja gesehen, wir haben ja hier die Form nämlich vernünftig gemacht hier mit für unser Modell quasi. Und jetzt tauschen wir mal 1:1 aus. Ich hoffe, das passt auch alles. Du wirst das schon. Ne? Wo wir das gute Stück. Gute Arbeit gemacht haben. Ja. Jeder. Komm schon. Jawohl. Ja. Ah, ja, ja.
nicht. So, und jetzt gucken wir mal, wie das Sven hier gearbeitet hat. Perfekt. Sehr schön, gute Arbeit. Happy people, baby. Jawohl. So wird das was. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was gleich passieren wird. Genau, weil hier fehlt natürlich jetzt noch ein Stück. Und warum fehlt das? Natürlich, weil wir das mit Harz ausgießen werden. Ja, Mann. So, das kommt jetzt. Dann nehmen wir euch direkt wieder mit. Und was für Farben wir uns ausgesucht haben, das seht ihr, das seht ihr jetzt. So, ihr seht, ihr habt jetzt schon mal zwei Pöttchen hier vorbereitet. Und ja, wir haben uns für zwei geile Farben entschieden, weil wir denken einfach, das ist... so ein Klassiker, ne? Sehr schöne Kombination auf jeden Fall. So, ja. Und zwar einmal Rot und Schwarz. Na, Schwarz-Anthrazit würde ich sagen, ne? Schwarz-Anthrazit, genau. Ja. Genau. So, und dann fangen wir mal an. Ja, hier schön freie Schnauze. Ja, das sind genau, wie viel sind das? Warte, warte, kurz, warte. 11,8. 11,8 Gramm. 11,8 Gramm, so. Sehr schön. Okay, so, und das würde ich sagen, pack hier schon mal kurz rein. Pack rein, ich will das schon mal um. Ah, geil. Na, ihr seht, also nicht wundern, ne? Hier das von Dippon zum Beispiel hier, das gibt es natürlich auch in etwas größeren Dosen. Wenn wir nämlich hier öfters mit dem Pigment arbeiten, brauchen wir natürlich eine größere Menge. Und da kann man nie von genug. Oh, guck, weißt du, was so der Geiz? Ne? Nochmal einen drauf. Oh, nochmal einen drauf hier, ne? So. Mach Stufe 1 am besten, sonst gibt es wieder hier so. Stufe 2. So, ne? Zack. Mhm. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Und zwar, wir wollen natürlich, dass die sich nicht vermischen, die Farben, sondern dass sie einfach erst einmal. Ja, wie soll ich sagen, dass sie nebeneinander halt fließen. Und das machen wir am besten, wenn wir gleichzeitig gießen. Oder man könnte es jetzt natürlich auch noch mit einer Trennwand hier machen, die man hinterher rauszieht. Habe ich jetzt aber keinen Bock drauf, weil einfach Sauerei ist. Deswegen machen wir es jetzt so. Übrigens haben wir uns gerade überlegt, Masken zu tragen, aber dann könnten wir nicht reden. Deswegen haben wir jetzt gerade keine. Ganz an. Genau, setzen ganz uns wichtig. Aber gleich welche auf. Genau, alles klar. Also, ganz wichtig hier nochmal, ne? Wenn ihr auch solche Geschichten machen wollt, denkt an unseren Dippon-Rabattcode Kumpel10. Ne? Schön 10% sparen bei eurem nächsten Einkauf. Und zwar. So, bist du fertig? Ich bin ready. Bist du sowas von ready? Du bist ready geboren, ne? Alles klar. 3, 2, 1. Okay, stopp. Ein bisschen mehr Rot hier. So, damit er ein bisschen rüber geht. Alles klar. So! Ja, du kannst noch ein bisschen tatsächlich. Ich habe zu früh Stopp gesagt. Tut mir leid, das ist meine Schuld. Ja, so ist geil. So. Und jetzt heißt es erst einmal abwarten. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, was da passieren wird. Ihr seht, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. So. Jetzt ist oben natürlich ein bisschen mehr Rot, aber passt auf, ne? Mit der Zeit, wenn wir da ein bisschen rühren, dann wird sich ganz genau miteinander verbinden. Ganz genau, das ist echt eine coole Nummer. Geile Sache. Ja. Geil, geil, geil. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Mahlzeit und Glück auf. Ja.